Es ist erst wenige Wochen her, dass wir die neue Mercedes E-Klasse fahren durften und jetzt legt AMG nach und neben mir steht der neue E63S als T-Modell. Und genau das Auto schauen wir uns heute mal genauer an. Beim Motor ist nicht wirklich was passiert, aber ansonsten gibt es dann doch das eine oder andere Update, für das sich das genauere Hinsehen lohnt. Wenn ich mich hier im Auto umschaue, dann ist die Beschreibung relativ kurz. Das ist für mich Mercedes at its best. Das ist AMG und das ist genau das, was ich erwartet habe. Das sind die Materialien, das sind die Oberflächen, das ist die Verarbeitung, das ist die Farbe, das Zusammenspiel. Das ist wirklich alles, ja, ich kann es nur so sagen, perfekt. Für mich genauso, wie ich es mir wünsche, genauso, wie es sein soll. Und es passt auch einfach zum Wagen. Und es gibt hier drin aktuell für mich nichts, was mir nicht gefällt oder worüber ich mich beschweren möchte. Bezogen auf das Exterior-Design ist bei dem E63 ähnlich wenig passiert wie bei der neuen E-Klasse, denn es ist halt nur ein Facelift. Aber es gibt trotzdem einige Änderungen, die ich euch gerne zeigen würde. Fangen wir an mit den Scheinwerfern. Die sind gleich geblieben. Wir haben jetzt immer noch mit an Bord die sogenannten Multibeam-LED-Scheinwerfer. Das heißt auch immer volles Licht bei der Nachtfahrt, ohne andere zu blenden. Aber es gibt hier eine große Änderung, denn der Kühlergrill ist massiv gewachsen. Der ist jetzt auch noch ein bisschen runder und hat einen deutlich größeren Zentralstern bekommen. Insgesamt haben wir hier 12 aufrecht stehende Streben und damit ein größeres Maul an der Front. Wenn wir über größer reden, dann müssen wir über die Lufteinlässe reden, denn wir haben hier unten drei davon und auch die sind gewachsen und die sorgen zusammen mit dem neuen Frontstoßfänger einfach für eine deutlich aggressivere Front. Dann wichtiges Thema, die Motorhaube ist eingelassen, jetzt mit großen Powerdomes und gibt dem Auto nochmal zusätzliche Kraft und damit er auch richtig satt auf der Straße steht, ist der Wagen pro Seite bei den Radläufen 27 mm breiter geworden. Echt? Die Sitze hier im Auto, die bieten richtig viel Komfort, ordentlich Seitenhalt und selbst die Kopfstütze passt eigentlich auch für große Menschen wie mich. Sie könnte ein bisschen höher sein, aber das ist wirklich Jammern auf ganz hohem Niveau und wir reden immer noch von echten Sportsitzen. Natürlich hat der E63S die wichtigsten Assistenz- und Sicherheitssysteme immer mit an Bord, aber das heißt nicht, dass man nicht noch reichlich dazu konfigurieren kann. Und deswegen hier mal die Liste der einzelnen Assistenten und Pakete, die ihr fürs Auto bestellen könnt, damit ihr eine Idee davon bekommt, was so alles möglich ist. An der Seite des Fahrzeugs ist nicht wirklich was passiert. Im Grunde genommen alles beim Alten, aber es gibt schöne neue Felgen. 19 Zoll Alus sind Serie bei dem E63, beim E63S sind es 20 Zöller und bei denen lohnt sich nicht nur der Blick auf die Felge, sondern auch da rein, zumindest bei unserem Auto, denn der Wagen hier hat die aufpreispflichtige Carbon-Keramikbremse mit an Bord, die dafür sorgt, beim festen Zupacken, dass das nicht ganz langsame und nicht ganz leichte T-Modell auch rechtzeitig zum Stehen kommt. Aber ansonsten, wie gesagt, keine große Veränderung, außer hier bei der Farbe. Brillant Blau Magno heißt die und die ist den AMG-Modellen vorbehalten und ich finde, die passt zum Auto super, vor allen Dingen in Verbindung mit diesem gebürsteten metallischen Elementen am Fahrzeug. Auch hier unten diese Finne an der Seite, die das Auto noch mal tiefer an die Straße rückt. Ich finde, die Kombination, die ja, hebt einfach das Exterior vom Fahrzeug noch mal auf ein völlig anderes Level. Genau wie bei der normalen E-Klasse fällt auch hier in dem AMG-Modell sofort das neue Lenkrad auf. Es gibt hier am Lenkrad eigentlich keinerlei normale Regler mehr oder Knöpfe, sondern nur noch Touchsensoren. Die einzige Ausnahme sind hier unten die beiden Drehregler, mit denen man das Fahrverhalten ändern kann, die Motorsteuerung ändern kann und zum Beispiel auch dafür sorgen kann, dass der Auspuff etwas lauter schreit. Und jetzt kommt mein persönliches Highlight des Tages, nämlich eine Runde auf der Rennstrecke im neuen AMG GT Black Series, dem stärksten AMG-Serienmodell aller Zeiten. Das ist jetzt die Aufwärmrunde. Das ist eigentlich schon nicht langsam. Der neue AMG GT Black Series ist nicht nur der stärkste AMG mit V8 Serienmotor, sondern verfügt zudem über eine aktive Aerodynamik. Boah, geht der ab. Noch nicht mal Vollgas, jetzt Vollgas. Hammer, wie der geht. Hammer. 2,30 auf der Geraden. Sein 4 Liter V8 Biturbo-Aggregat liefert 537 kW bzw. 730 PS und stellt zudem maximal 800 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung. Jetzt. Wow, der liegt, aber das ist unglaublich. Und einlenken. Die Leistungssteigerung des Triebwerks wurde unter anderem durch den Einsatz einer flachen Kurbelwelle und die Optimierung der Turbolade erreicht. Man merkt, dass hier mehr als genug Leistung unter der Haube ist.
Den Sprint von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde schafft der Black Series in nur 3,2 Sekunden. In weniger als 9 Sekunden wird Tempo 200 erreicht. Das waren meine Runden hier auf dem Lausitzring im neuen AMG GT Black Series. Was für ein Auto. Das Heckdesign des E63 hat sich nicht wirklich groß verändert. Im Gegensatz zur Limousine, bei der es komplett neue Heckleuchten gibt, die jetzt schmaler und zweigeteilt sind, gibt es hier die gleichen Heckleuchten, zumindest außen das Innendesign. Das wurde überarbeitet. Darüber hinaus gibt es aber einen komplett neuen Heckstoßfänger. Und der hat unter anderem nicht nur einen neuen hochglanzschwarzen Diffusor, sondern auch 4 wunderschöne Auspuffblenden leider nur, aber 90 mm im Durchmesser. Die sehen wirklich gut aus, wenn gleich die echten Auspuff-Endtöpfe dahinter sind. Ein echter Hingucker hier im Auto, das sind die beiden Displays vor mir. Denn normalerweise hat der E63 hier 2x10,25 Zoll in der Basis. Das S-Modell, das wir fahren, hat jedoch 2x12,25 Zoll. Und das Ganze kombiniert unter einem Glaspanel zu einem Widescreen. Und das ist wirklich was, wo es hingucken richtig Spaß macht. Darüber hinaus gibt es hier noch spezielle Ansichten, die ich wählen kann. Und mein absoluter Favorit, das ist diese Supersports-Ansicht, die ich jetzt gerade habe, wo ich in der Mitte den großen Drehzahlmesser und rechts diese dreidimensional wirkenden Zusatzinformationen habe. Bei den Motoren hat sich hier bei der E-Klasse beim AMG nicht so richtig viel getan, denn die 63er Modelle haben immer noch genau die gleichen Motoren wie vorher und das heißt, wir reden nach wie vor über einen 4 Liter V8 Biturbo. Der leistet hier in der Basisversion 571 PS, die Top-Version S, so wie wir sie fahren, hat 612 PS maximal und bei den Drehmomenten heißt es entweder 750 Newtonmeter oder wie hier 850 Newtonmeter. Und das hat bei dem Auto auch Auswirkungen, denn eigentlich muss da kein neuer Motor rein, der hat auch so genug Wumms. Das reicht hier für eine Topspeed bei dem Kombi von 290 Kilometern pro Stunde. Und ich meine, er ist da sogar abgeriegelt. Und der Wagen beschleunigt von 0 auf 100 in nur 3,5 Sekunden. Immer mit an Bord ist die 9-Gang-Speedshift-Automatik von AMG und natürlich der Allradantrieb. Die Basisausstattung des E63S, die ist schon recht umfangreich. Und damit ihr so eine Idee kriegt, was hier immer mit an Bord ist, blende ich euch jetzt mal kurz die Liste mit den wichtigsten Sachen ein. Auf der anderen Seite hat das Fahrzeug aber auch seinen Preis. Und es fängt an mit einem 6-stelligen Betrag. Der neue Mercedes AMG E63 S4matic Plus startet bei stattlichen 124.978 Euro. Und zusätzlich gibt es noch reichlich aufpreispflichtige Sonderausstattungen, wie zum Beispiel die rund 8.000 Euro teure Keramikbremsanlage oder die Performance-Sitze für rund 4.000 Euro. Wer nun meint, dass solche Summen ungewöhnlich sind, dem sei gesagt, dass zum Beispiel ein Audi RS6 Avant ebenfalls erst ab 116.000 Euro zu haben ist. Und auch in Ingolstadt lässt man dem Kunden die Möglichkeit, deutlich mehr Geld auszugeben, indem er sich für das eine oder andere extra entscheidet. Natürlich bietet auch der neue E63S unterschiedliche Fahrmodi, wie zum Beispiel Komfort, Sport, Sport Plus oder Race. Was aber beim Fahren sofort auffällt, ist, dass das Auto auf der einen Seite genauso sportlich ist wie der Vorgänger, auf der anderen Seite aber deutlich mehr Komfort bietet. Und ich habe mich jetzt einfach mal mit einem AMG-Mitarbeiter darüber unterhalten, was man dort gemacht hat, um genau das zu liefern. Also wir sind da wirklich ans Fahrwerk gegangen, nicht nur softwareseitig, auch hardwareseitig. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Wir haben uns die Elastokinematik angeschaut an der Vorder- und an der Hinterachse, Dämpferhydraulik, die dynamischen Motorlager, die sind nun nicht mehr druckgeregelt, sondern geschwindigkeitsgeregelt. Und wir sind auch ans ESP gegangen. Und all diese Maßnahmen im Zusammenspiel greifen dann wie Zahnräder ineinander, um eben das Thema nicht generell das Fahrzeug komfortabler zu machen, sondern wie du gesagt hast, die Spreizung zur Vergrößerung in Richtung Alltagskomfort, ohne auf der anderen Seite bei Dynamik, Präzision und Performance zu verlieren. Der 4 Liter V8 des E63S mit seinen 612 PS und 850 Newtonmetern, der liefert mir im Auto zwei komplett unterschiedliche Welten. Nämlich auf der einen Seite kann ich so wie jetzt ganz gemütlich über Land fahren und das Blubbern dieses großen Motors genießen. Aber auf der anderen Seite kann ich auch mal eben den Fahrmodus wechseln, das Pedal durchtreten und schon fahre ich einen Sportwagen. Sicherlich werden einige von euch jetzt denken, ah, voll die Lobhudelei, der hat überhaupt nichts am Auto auszusetzen. Das kann doch nicht sein. Aber ganz im Ernst, es gibt an dem E63S für mich wirklich nichts zu meckern, außer vielleicht dem Basispreis. Das war meine Probefahrt im neuen Mercedes AMG E63S als T-Modell, also dem Kombi. Und ja, rein äußerlich hat sich nicht so wirklich viel getan, aber das, was man verändert hat, sorgt dafür, dass der Wagen nicht nur moderner, sondern noch mal deutlich aggressiver und sportlicher aussieht. Die Motoren sind genau die gleichen wie beim Vorgänger, aber Leistung war noch nie das Problem des Fahrzeugs. Was sich verändert hat, das ist der Fahrkomfort, denn die Spreizung zwischen sehr sportlich und komfortabel ist deutlich größer geworden und damit macht das Auto jetzt noch mal mehr Spaß.